Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu Torshow 24. Und ich rede hier nicht von irgendeiner Vergleichswebseite, sondern von Hessens höchster Spielklasse, der Lotto Hessenliga. Starten wir wie gewohnt mit dem Topspiel der Woche und das ist wirklich ein Kracher der Extraklasse Kassel gegen Gießen. Torlos. Ja, kein Witz, die Nummer ging torlos aus. Doch sowas passiert eben, wenn die zweitbeste Defensive der Liga auf die beste trifft. Gut, dass dieser Spieltag noch ein weiteres Topspiel im Petto hat. Fulda Lehnerts empfängt die kleinen Bayern im Stadion Johannisau und geht in einer vom Winde verwehten Partie nach Ecke in Führung. Julian Pax ist der Torschütze, hat da etwas Glück, dass der Ball von der Latte ins Tor anstelle aus dem Gehäuse fliegt. Achten Sie mal auf die Fahnen im Hintergrund. In ganz Hessen weht an diesem Spieltag ein eisiger Wind, der sich auch hier bemerkbar macht. Takides Ball fliegt nämlich gleich wieder zurück, von wo er gekommen ist. Und dann machen die Hausherren das einfach geschickt, stören früh und erhöhen durch Dominik Cirjanek auf 2:0. Letzte Woche getroffen, diese Woche erneut Torschütze. Cirjanek zeigt uns, wie wichtig er für die Barockstädter sein kann. Rund 20 Minuten vor Schluss gibt es hier noch diesen Freistoß, welcher zu einem weiteren Pfiff führt. Alzenau bekommt kein Bein mehr auf den Boden und wird von Chris Bieber mit 3:0 wieder nach Hause geschickt. Fulda Lehnerts ist wieder im Geschäft, springen fürs Erste auf den vierten Tabellenrang. 3 Buden in Fulda, nicht schlecht, aber da sagt man bei der Buchonia nur: Hold my beer. 9. Spielminute. Flieden löffelt das Ei mehrfach lang nach vorne. Und die Strategie geht auf. Fabian Schaub eröffnet den heutigen Torreigen in diesem Abstiegsknaller. Auch wenn es anschließend für längere Zeit still bleibt auf der Anzeigetafel. 40 Minuten sind rum, da machen es die Gastgeber erneut clever. Und mit viel Zug zum Tor, Marc Röhrig nimmt den Kontakt mit, es gibt 11 Meter. Der Kapitän übernimmt die Verantwortung, Leibold mit dem 2:0. Das wären enorm wichtige Punkte für die Fliedener, die mit einem Sieg heute bis auf einen Punkt an Lohfelden ranrücken könnten. Also rein in den zweiten Abschnitt. Fliegen mit etwas Glück, dass dieser langgetretene Ball so abgefälscht wird, das ist quasi ein Traumpass, ein Sahnestück. Ein Filethäppchen auf dem Silbertablett für Fabian Schaub serviert, der sich dann den Doppelpack natürlich nicht mehr nehmen lässt. Es deutet alles auf Heimsieg. Und so ist es auch, der Knoten schon lange geplatzt. Fliegen ist nicht mehr zu bremsen und so ballern die hier ein Tor nach dem anderen rein. Wieder ist es Schaub, der am Ende der Partie den Ball mitnehmen darf. In den letzten 10 Minuten erhöht Fliegen von 4:0 sogar noch auf 6:0. Erst durch Marc Röhrig in der 83. Und zum Abschluss durch Lukas Hagemann kurz vor Abpfiff, der da einen Stockfehler auf dem schwierigen Platzverhältnissen Postwenden bestraft. Was ein Brett, Flieden schlägt den FSC Lohfelden bärenstark mit 6:0. Was ein Abstiegskampf. Unser nächster Halt in dieser Torshow führt uns nach Niederhadamar auf den Kunstrasen, wo der VfB Ginsheim zu Gast ist. Also ein Duell um die vorderen Plätze, in dem Jan Bangert hier rot und weiß in Führung bringt. Toll gemacht vom Stürmer, dreht sich um die eigene Achse und bleibt im Abschluss cool wie Clint Eastwood beim Mexican Standoff. Doch Ginsheim ist gut drin im Spiel und so brauchen die nicht lange, um den Anschluss zu finden. Derek Amoako macht das extrem gut, legt ab auf Madi Menatgir, der da nicht aufzuhalten ist und den schnellen Ausgleich einfährt. Alles wieder offen in diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit fallen dann doppelt so viele Tore wie in der ersten, also angeschnallt. Der Mix aus Sonne, Wolken, Wind und Regen verhindert hier zwar ein wenig die Sicht, aber nur für uns und nicht für den super präzisen Flachschuss von Liam Fisch. Das Spiel ist gedreht. Fisch trifft zum 5. Mal in der laufenden Spielzeit. Genau das, das konntest du fast erahnen. Doch auch Hadamar beißt sich wieder rein. Böttler hier am Ball. Der findet Bangert. Schöner Doppelpass mit Jonas Herdering. Und zack, zappelt das Ding schon wieder im Netz. Doppelpack. Bangert ist back. Hadamar jetzt klar besser. Nach dem 1:2
Für den VfB geht es nur noch in eine Richtung. Und das zahlt sich am Ende auch aus. Jonas Herdering klatscht den rein. Schon wieder ein Führungswechsel in diesem Spiel. Hadamann nun auf 3-Punkte-Kurs. In der Schlussphase erholt sich Ginsheim wieder, haben aber Glück, dass Hadamard die Konter nicht zu Ende gespielt bekommt. Und so ist es dieser Kontakt im 16er, der das Spiel erneut auf den Kopf stellt. Menagir sorgt für den Ausgleich per Elfmeter und teilt die Punkte wie Moses einst das Meer. Fulda Lehnertz überholt die Fürstenstädter. In der Tabelle entstand hier 3:3. Der FC Eder Bergland und auch Türkgücü Friedberg sind beide gerade in guter Form. Es wird also spannend zu sehen sein, wer hier heute im direkten Vergleich die Nase vorne hat. Ja, gibt's das denn? Der Schiri hat die Pfeife noch im Mund. Da gehen die Hausherren hier bereits in Führung. 25 Minuten ziehen ins Land, bis TGF zurückkommt. Ein Einwurf führt hier zur Gefahr und das ist El Capitano. Alid Usic gleicht aus. Alles wieder auf Anfang. Die 25. Spielminute, der Ausgleich. Aber der FCE zeigt hier eine klasse Reaktion. Nur 3 Minuten später kämpfen sie hier um jeden Zentimeter im gegnerischen Strafraum und haben diesen zielsicheren Torjäger in der Box. Manuel Todd, der direkt den alten Abstand wiederherstellt. Ein herrliches Teamtor, der Elf von Miroslav Emedi. Doch auch Türkgücü ist mental bockstark und kommt noch vor dem Pausenpfiff zurück. Spielen hier einen ihrer brandgefährlichen Konter. Die Flanke ist butterweich und Alid Usic ist der Nächste, der hier heute mindestens 2 Tore macht. Unentschieden zum Pausentee. Aus der Kabine kommen die Battenberger besser, doch können ihre Chancen nicht gewinnbringend ummünzen, weshalb ab der 70. Friedberg immer mehr Kontrolle übernimmt, die auch weiterhin brandgefährlich nach Flanken bleiben. Dorian Miric mit der ersten TGF-Führung in diesem Spiel. 2:3. Und tatsächlich fährt hier Friedberg den ersten Dreier in 2019 ein, erhöhen sogar noch durch Abdusamed Gürsoy auf 4:2. Ein klares Statement im Abstiegskampf und ein wichtiger Dreier, mit dem man die Konkurrenz im Keller distanziert. Ebenso brisant ist die Partie zwischen Griesheim und Bad Vilbel. Wichtige Punkte gibt es da zu holen. Und Freistoßass Benjamin Sabic macht hier heute den Unterschied bei starken Windböen. Bad Vilbel nach dem spielfreien Wochenende der Eddersheimer nun stärkster Aufsteiger der Liga. Am Sonntag gab es dann zum Abschluss ein letztes Mal 3 Punkte gegen den Abstieg zu verteilen. Die Spielvereinigung 03 Neu-Isenburg zum zweiten Mal daheim in Folge gegen den HSV, die in einem schwierigen Spiel kurz vor Schluss das goldene Tor erzielen. Ganz wichtiger Dreier für die Hünfelder. Die Sorgenfalten bei der Spielvereinigung werden tiefer. Keine Tore gab es dagegen im Spiel Waldgirmes gegen Baunatal. Die beiden Mittelfeldclubs schenkten sich nichts, kein Raum, keine Tore ein und auch keine vollen Punkte. 0:0. So, hier kommen die Ergebnisse nochmal in der Übersicht. Von Torlos bis Schützenfest war wieder alles dabei. In der oberen Tabellenhälfte begrüßen wir die SG Barockstadt neu auf der 4. Hadamar nach dem durchwachsenen Start 2019 nun 5. Unten wird's immer krasser im Abstiegskampf. Sogar der VfB Ginsheim muss erneut hinter sich blicken. In der Torjägerliste gibt es auch ein neues Gesicht. Jan Bangert ballert sich mit 14 Buden auf Rang 5. Und nächste Woche geht es spektakulär weiter mit der Lotto Hessenliga. Unter anderem spielt Gießen gegen Flieden und Friedberg gegen Griesheim. Das wird ein Fest. Bis dahin, machen Sie's gut.